So, hallo zusammen. Mein Name ist Frank Stolzenberger von IBASIT. IBASIT ist mein Blog. Das ist das Akronym aus Ich bin, also sollte ich denken. Und wir begleiten heute hier die Demonstration von Wir stehen auf Miltenberg, die sich also gegen die Maßnahmen richten und für das Hinterfragen sind, was hier wissenschaftlich los ist, ob wir eine Epidemie von nationaler Tragweite haben oder ob das vielleicht nicht im Verhältnis steht. Die auch die Maßnahmen sehr kritisch sehen, weil die Maßnahmen auch durchaus Schaden oder Schäden anrichten. Im Sozialen und im Wirtschaftlichen und das mit Sicherheit ein Ausmaß, das braucht man glaube ich nicht erwähnen, das ziemlich gewaltig und tiefgreifend und weitreichend ist. Auf der anderen Seite findet heute auch eine Gegendemonstration statt. Also wir machen einen Umzug. Ich sage wir, weil ich sehe mich auf der Seite der Maßnahmenkritiker. Und wir machen einen Umzug durch die Stadt zum Landratsamt am Würzburger Tor vorbei. Ich begleite das Ganze im Live-Video. Und auf dem Zug sind an 10 Positionen sogenannte Gegendemonstranten, die sich gegründet haben vor ein paar Tagen. Die also, ich sag mal, wie soll ich das ausdrücken? Sie nennen sich Miteinander Mill, Miteinander Miltenberg quasi, und sind also gegen diejenigen, die jetzt hier demonstrieren. Und wenn man sich Miteinander nennt, bin ich persönlich der Meinung, weil auch die Artikel, die die Herren und Damen da veröffentlicht haben von den Organisationen, die sind also ziemlich anti, gegen und beziehen die Menschen, die durchaus berechtigte Sorgen haben, überhaupt nicht mit ein. Das kritisiere ich also sehr deutlich. Und dann schauen wir uns mal an, was uns heute begegnet. Ob wir auch vielleicht mal ins Gespräch kommen mit den Organisatoren von der anderen Seite, weil wir oder ich persönlich auf alle Fälle sage, wir brauchen einen Dialog. Wir müssen Sorgen ernst nehmen, egal auf welcher Seite sie sind. Das sind die Auflagen, die habe ich hiermit verkündet, bitte haltet euch dran, weil wir wollen ja noch öfters laufen. Ich komme jetzt zurück, wir haben heute eine Gegendemo. Sie scheinen uns nicht wohl gesonnen. Wir bleiben in Frieden und in der Liebe. Wir werden uns nicht provozieren lassen. Ich möchte alle darum bitten, lasst euch nicht provozieren. Bleibt in der Liebe, in der Ruhe. Das ist mir ganz wichtig. So, los geht's! Ihr dürft mitkommen! Immer mit dem Argument, bitte lasst uns einen Dialog zusammenführen. Und wir sind verdammt nochmal heute hier, um einen fairen Dialog miteinander zu führen. Redet doch mit uns. Sagt uns eure Sorgen, wir werden mit euch unsere Sorgen teilen. Walli, ich bin zuversichtlich, dass wir das in Miltenberg schaffen, dass wir nicht mehr lange, dass wir zusammensitzen und miteinander reden. Weil ich denke, die Leute sehen jetzt nämlich auch, die uns vielleicht falschen Eindruck haben, die sehen jetzt auch, dass das Ganze, ich sag mal so, auf dem Weinfest, auf der Michelsmesse, da sitzen wir miteinander. Wir arbeiten miteinander. Wir sind wahrscheinlich sogar in den gleichen Verein. Ja. Und das muss einfach gezeigt werden. Aber ich denke, das passiert auch, der Prozess ist im Laufen. Wir müssen miteinander reden. Wir müssen einfach miteinander reden und nicht gegeneinander reden. Und nicht uns irgendwelche Beiträge um die Ohren schmeißen. Halli, das kriegen wir hin. Kein Interview, kein Interesse. Nicht offiziellen. Alles klar. Gut, dankeschön. Aber warum? Warum möchten Sie nicht sprechen? Warum möchten Sie nicht mit uns reden? Wir haben Sie gebeten, Dialog mit uns zu führen. Keine Provokation heißt auch, das zu akzeptieren sofort und weiter. Genau. Ich wollte einfach nur wissen. Wir machen das und wenn es nicht gewollt ist, dann akzeptieren wir das auch. Wir akzeptieren das auch, aber ich finde es halt schade, weil Sie haben noch in Facebook gesagt, Sie möchten mit uns einen Dialog führen. Warum machen Sie es dann nicht? Das ist ja das Miteinander im Dialog bleiben fordern. Aber zum Dialog nicht wirklich bereit sein. Das ist eine offiziell angemeldete Veranstaltung. Also man sieht, die Leute sind ja absolut friedlich, aber keineswegs dialogbereit. Das, was wir uns eigentlich gerne wünschen würden. Wenn man Menschen ausgrenzt, da beginnt nämlich immer die Radikalisierung dann. Mir fällt dazu einfach nichts ein. Das ist eine Lachplatte. Das ist also, da ist der Dominik sogar sehr traurig drüber und das ist also, das, die nennen sich quasi Demokraten, miteinander, steht glaube ich in der Werbung von denen drin auf dem Plakat, respektvoller Umgang miteinander, Rücksichtnahme,
Aber das Gegenteil ist da. Also wir wechseln die Straßenseite, gehen zu unserer Gruppe und ersparen uns das Ansprechen. Und schauen mal, wohin diese Reise auf Dauer noch führen wird. Weil so kann es irgendwie nicht weitergehen, dass wir hier quasi Lager haben, schwarz und weiß. Corona, ja, aber nicht wie das dargestellt wird. Und die ganzen Einschränkungen, die Grundrechte und die Maskenpflicht und das alles. Also das finde ich mittlerweile sehr, sehr übertrieben. Also ich bin heute dabei, weil ich finde, dass es richtig ist. Ich will meine eigene Meinung zeigen. Weil ich will nicht von anderen bestimmt werden. Es ist mein Leben. Und ich kann daraus machen, was ich will. Und es ist einfach, ich finde, das ist richtig. Ganz einfach deswegen. Und die Einschränkungen, es ist einfach unverhältnismäßig. Es ist ganz einfach unverhältnismäßig. Es kann so nicht weitergehen. Wenn man heute wieder gehört hat, was der Söder wieder vorhat, das geht gar nicht. Es werden keine Spezialisten gehört, nur die paar Regierungstreuen. Das geht nicht. Das ist meine Meinung. Ich gehe heute hier mit, weil ich einen Gesichtspunkt mal hervorheben will, der hier auf dem Plakat steht, wie viele Menschen schon durch die Corona-Maßnahmen umgekommen sind und auch noch umkommen werden. Die Wissenschaft hat das schon früh während des ersten Lockdowns festgestellt. Spiegel Online hat das, ich denke, Mai, Juni auch schon ausführlich beschrieben. Hat damals hier der Ralf Ludwig schon auf der Demonstration viele Fakten genannt. Aber dieses Problem wird einfach ausgeblendet. Genauso wie beim Impfen im Allgemeinen der Merksatz gilt, Impfen kennt jeder, Impfschäden will keiner kennen. Und es wäre jetzt müßig, gegeneinander aufzurechnen, das wäre auch unmoralisch. Wir haben hier in Deutschland keinen Utilitarismus, dass man sagt, wir folgen dem Nützlichkeitsprinzip. Die einen Toten nehmen wir in Kauf und die anderen nicht, sondern jedes Leben zählt. Und hier spreche ich eben nicht nur von denen, die sich vielleicht das Leben genommen haben, sondern denen durch die Maßnahmen das Leben genommen wurde. Und das haben diese Wissenschaftler und Politiker zu verantworten, die diese Maßnahmen irrsinnigerweise uns aufzwingen. Ja, es geht darum, wie wir uns die Zukunft vorstellen. Also diese Grundrechtsbewegung ist schlussendlich nicht mehr aufzuhalten, aber es ist kein leichter Weg.
nicht für die, die für die Grundrechte eintreten, genauso wenig für die, die noch nicht dafür eintreten. Es wird uns sehr viel abverlangt werden. Das ist in der Geschichte immer schon so gewesen. Hölderlin hat das vor über 100 Jahren schon beschrieben. Wo die Not am größten ist, wächst das Rettende auch. Und die, wenn man zu den Höhen will, muss man am gefährlichen Abgrund vorbei. Und in diesem Abgrund, an diesem Abgrund befinden wir uns. Und zwar nicht nur wir Menschen, die wir dagegen stehen, sondern das ganze Volk. Wir gehen jetzt nochmal spazieren, weil wir es ja jetzt noch dürfen. Ab Mittwoch ist der Katastrophenfall wieder eingerufen worden vom Herrn Söder. Das heißt, Ausgangsbeschränkungen sind wieder komplett. Deswegen wird jetzt die frische Luft einfach nochmal genutzt. Man trifft sich mit netten Leuten, die ja alle wach sind. Und von daher tut es einfach mal gut. Für meine Enkelkinder hier auf der Straße für die Freiheit, Friede und die Demokratie. Wir sind dabei, weil wir Menschen sind. Darf ich noch mal fragen, warum ihr diesmal auch wieder mit dabei seid? Ich kämpfe für meine Kinder und ja, für die Freiheit. Ja, ich habe satt mit den Maßnahmen, Schule, Kindergarten, vor allem, dass die Kinder nicht mehr singen dürfen, steht ihnen überhaupt keine Relevanz mehr. Und es macht mich so, so traurig. Und genau aus dem Grund bin ich heute hier. Mein Papa heute hier. Ich habe mir überlegt, ob ich heute kommen kann oder nicht, aber der ist ja im Pflegeheim. Ich darf ihn nicht besuchen. Und er wurde auch getestet. Der Test ist positiv ausgefallen. Er hatte keine Symptome. Er war 10 Tage in Quarantäne und es ging ihm damit überhaupt nicht gut. Er hat dann auch Verdauungsprobleme bekommen und ich habe ja heute dann auch den Herrn Söder gehört, wie er dann auch gesagt hat, wenn Leute im Pflegeheim positiv getestet werden, dann kommen sie in eine Reha-Klinik oder in ein Reha-Zentrum. Und da würde ich den Herrn Söder gerne mal fragen, was er damit meint und warum wir Angehörigen nichts davon wissen und es über die Medien erfahren. Und wie kann man einen dementen alten Mann aus seinem gewohnten Umfeld nehmen, in eine Reha-Klinik stecken? Da kennt er niemanden, da kennt er weder Pfleger noch Ärzte. Wir als Angehörige wissen nichts davon. Und es macht mich wirklich sauer. Und ich möchte vom Herrn Söder eine Antwort haben. Und ich bin heute für meinen Papa hier. Für diesen Mann, der gesagt hat, ich soll mich auf mein Gewissen berufen. Und das tue ich. Deswegen bin ich heute. Journalismus, was wir betreiben, was ich betreibe, das ist eine journalistische Tätigkeit. Und dass wir es da nicht geschafft haben, einfach mal ins Gespräch zu kommen, dass das so komplett geblockt ist,
Das, ja, es passt leider aber zu dem, was die Frau Balleier, die Stadträtin und dritte Bürgermeisterin von Miltenberg, wie sie sich geäußert hat. Anti, 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 das klingt durch ihre gesamten Beiträge durch, die jetzt auf dem Bayerischen Rundfunk, auf meine News, Bode vom Untermain, Primavera veröffentlicht sind, wie sie sich selbst privat äußert auf Facebook. Das ist also eine Blockadehaltung, wo ich sage, die ist schädlich. Das ist genau das, was ich für schädlich halte. Das müssen wir überwinden, unbedingt. Das müssen wir unbedingt überwinden. Es geht nicht darum, dass jetzt hier 100 Leute mit diesen 20er-Gruppen in Dialog kommen. Das, darum geht es nicht. Aber dass die, ich sage jetzt mal, die Meinungsführer oder die Verantwortlichen, die müssen miteinander reden können. Die brauchen wir auf der offenen Bühne. Das darf auch nicht im Kämmerchen sein, das darf sich nicht in Facebook austragen. Das muss am Marktplatz ausgetragen werden. Wir müssen uns an den Marktplatz setzen, wir müssen uns an den Engelplatz setzen oder vor das Landratsamt, wo auch immer. Und miteinander über die Probleme, die uns hier gerade um die Ohren fliegen, reden. Sorgen sind da auf beiden Seiten. Und das muss ernst genommen werden. Das ist das, wo mich so einfach vollkommen schockiert, diese Blockadehaltung. Wir sind jetzt hier gelaufen und wir wären gerne mal in den Dialog gegangen mit den Menschen, die quasi die Gegendemonstranten sind, die für die Maßnahmen da standen. Aber das war überhaupt nicht möglich. Also es ist überhaupt nicht gewollt, einen Diskurs zu führen mit uns. Und das ist doch eigentlich schade, weil das Motto der Gegendemonstranten war Miteinander Miltenberg oder Miteinander Mill. Das ist nicht Miteinander. Schade eigentlich. Man hätte das jetzt nutzen können. Und es ist doch wichtig, dass man auch deeskaliert. Das erwarte ich eigentlich auch von den Medien, dass die deeskalieren. Es geht darum, die Menschen zu beruhigen und zu sagen, wir müssen zusammenstehen. Aber das kann nicht eine einseitige Meinung sein, sondern man muss den Diskurs zulassen. Und gemeinsam überlegen. Aber das ist nicht gewollt. Den Eindruck muss ich gewinnen. Da fällt mir nur der Satz ein, teile und herrsche. Tut mir leid, aber einen anderen Eindruck kann ich da nicht gewinnen. Also ich habe ein ganz großes Problem damit, dass die ganzen Kollateralschäden, die in der Gesellschaft angerichtet werden, überhaupt nicht ins Kalkül gezogen werden. Und zwar fangen wir da mal an mit Alten, die wirklich, zum Teil wirklich alleinstehend sind, niemanden haben. Ich kenne da Fälle, die während des ersten Lockdowns überhaupt nicht rausgegangen sind, haben sich auch aus verschiedenen Gründen das Essen nicht selbst machen können, waren dann so runtergekommen, dass sie erst einmal ins Krankenhaus mussten. Wenn ich mir überlege, was im Moment für wichtige OPs verschoben werden, die allesamt auch ihren Grund haben, was alles nicht erfolgt und vor allem auch die Kinder. Der Mensch ist ein soziales Wesen. Und genau deswegen dürfte man dieses Verbrechen an den Kindern nicht begehen. Denn wie gesagt, also Abstand halten auf allen Ebenen und zwar derart exzessiv, wie es unser Herr Söder möchte, das ist eigentlich ein Verbrechen. Und man sollte definitiv nicht nur auf Virologen hören, sondern auch auf Psychologen und auf Allgemeinärzte, was das alles anrichtet. Das ist mir viel zu wenig in der Diskussion mit drin. Eins möchte ich noch hinzufügen, gerade während des ersten Lockdowns, als überhaupt keine Physiomaßnahmen, nichts mehr möglich waren, gerade mit Behinderten, die sind dann so zurückgeworfen worden, zum Teil irreparabel, dass man diese Schäden gar nicht mehr aufholen kann. Und genau diese Vernachlässigung der anderen schwächsten Glieder in der Gesellschaft, die dürfte absolut nicht passieren.